Ich bin halt die ganze Zeit damit beschäftigt, vor den blöden Eisengolems wegzulaufen mit meinem Magier und kann nichts machen. Weil die Eisengolems nicht gut kriegen. Ich bewundere euch. Lasst diese leeren Drohungen. Ah. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Seht, der Kreis unten... Halt, Pokelin! Es sind nur zwei billige Eisengolems. Die Geschichte von Gerotstein lehrt uns, vom Opfer zu bringen, sich selbst zu opfern, damit andere leben. Das war Gerotstein Heilung. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte eine solche... Narren! Ich verfüge um... Ganz im Gegenteil. Ich helfe. Meine Zeit hat gerade erst begonnen. Ist etwas nicht in Ordnung? Jawohl! Dein Befehl? Ja. Ja? Was? Kann ich helfen? Bereit zu neuen Taten? Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Kommt her, wenn ihr euch traut. So, das hat besser geklappt. Ich werde tun, was ich kann. Brauchst du mich? Kann ich helfen? Gut, senk mal seine Magieresistenz. Dann senkt sie noch mehr. Wie lautet deine Aufgabe? Du machst den hier. Befehl? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja? Ist etwas nicht in Ordnung? Mögen die Götter mich schützen! Vita! Moros! Das werfe ich. Worum handelt es sich? Mich hat schwer erwischt. Brauchst du mich? Mich hat schwer erwischt. Ich fürchte, ich werde es. Mich hat schwer erwischt. Ich werde tun, was ich kann. Du mach mal eine große Heilung auf sie. Kann ich helfen? Ja? Du trinkst ein Gegengift. Vita! Brauchst du mich? Doch nicht auf sie, auf sie. Vita, Mortis, was du von mir willst. Kein Grund, sich darüber aufzuregen. Fürchte, wie kann ich helfen? Gewiss. Du Hand auflegen. Bereit zu neuen Taten. Dein Befehl? Wie lautet deine Aufgabe? Fühl dich bitte nicht angegriffen. Aber du gehst mir langsam auf die Nerven. Mir gerade egal, ob sie tot ist. Wir haben gewonnen eigentlich. Endlich besiegt ging der verwundete Dämon mit einem Brüllen zu Boden, das die Mauern der unterirdischen Kammer erzittern ließ.
Aber die Siegesfreude der Helden war nur von kurzer Dauer, denn so wie der besiegte Feind am Boden lag, so war auch die Macht des Kristalls gebrochen. Und so rannten die Gefährten bald um ihr Leben, um der über ihren Köpfen einstürzenden Festung zu entfliehen. Kaum hatten sie die geheime Schwelle überschritten, da fiel der Turm auch schon krachend in sich zusammen und zerbarst in 1000 Stücke. Triumphierend stand die Abenteurergruppe in den Ruinen und genoss den Ruhm ihres endgültigen Sieges. Und als die ersten Strahlen des Morgenrots auf den verstreuten Splittern des Kristallturms glitzerten, setzte leichter Schneefall über der nun wieder friedlichen Stadt Osthafen ein. Und so endet das letzte Kapitel meiner Geschichte. Die Kräfte des Guten besiegen die Kräfte des Bösen. Es dauerte nicht lange, bevor die zerstörte Stadt Osthafen wieder aufgebaut und ein neuer Tempel für den Gott Tempus an der Stelle des begrabenen Portals errichtet wurde. Und was den besiegten Dämon Belhifet anging, nach seiner Niederlage auf der materiellen Ebene wurde er zurück in die Tiefen der Hölle verbannt, wo er 100 Jahre der Qualen ertrug, verfolgt von den Erinnerungen an seine Fehler und voll Ungeduld darauf wartete, nach Verun zurückzukehren und Rache zu nehmen. Yes. Ja. Das war Icewind Dale. Also das Hauptspiel auf jeden Fall. Wie man gerade gemerkt hat, unser Geschichtenerzähler war unser Widersacher am Schluss, der uns die Geschichte erzählt hat, in der Hoffnung, dass er eine Antwort drauf findet, was er falsch gemacht hat und was er dieses Mal richtig machen kann. Nur, dass es jetzt 100 Jahre ungefähr später ist und wir dann wahrscheinlich schon größtenteils tot sind. Also, unsere menschlichen, gnomischen und zwergischen, naja, vielleicht Hagrim nicht unbedingt. Lunastra und Sylastra vielleicht auch nicht unbedingt. Aber Brenuir, Elana. Außer Elana hat es geschafft, mit ihrer Magie ihr Leben zu verlängern. Aber ja. Das war das Hauptspiel. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch Heart of Winter. Bevor wir aber Heart of Winter starten, will ich euch erstmal was zeigen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, in Heart of Winter zu kommen. Die erste Möglichkeit ist... Oh, Final Save. Hm. Wurde von selber angelegt. Also erstmal löschen wir unsere Quick Saves. Die brauchen wir nicht mehr. Gerade so. Laden wir den LP21 Checkpoint. WK in Ordnung. Und kehren nach Kuldahar zurück. Sofort! Habt ihr noch was zu sagen? Nein. Da waren die Entwickler ein bisschen unschlüssig, was das DLC angehen sollte. Also das Add-on, ich sag schon DLC. Die Erweiterung. Sofort!
Die guten alten Begriffe, die heutzutage fast nicht mehr gebraucht werden. Wie Missions-CD, Erweiterungs-CD, Erweiterungspack, Add-on. Heutzutage ist alles DLCs. Und ja, ich beschwere mich. Gut, ich zeige euch jetzt erst einmal den einen Weg, wie man ins in Heart of Winter kommt. Also den Weg, den ich eigentlich nicht wählen würde. Dazu müssen wir nämlich nach Kuldahar zurück. So. Sofort. Wir haben nämlich hier noch im ersten Akt Herz des Winters. Hier Holders Hütte gefunden damals. Und auch eine Queste gekriegt. Seitdem haben wir ihn aber nicht mehr besucht. In Ordnung. Was ist da drin? Oh, eine Schleuder. Ach, nur eine Schleuder plus 1. Ja, schön. Ihr seid zurückgekehrt. Wieder erfüllt sich, was die Vision prophezeit hat. Ja, wir sind jetzt bereit, euch zu begleiten. Lasst uns jetzt aufbrechen. Eure Entscheidung ehrt mich. Die Reise ist lang und unser Auftrag drängt. Ich werde den Wind beschwören, dass er uns durch die Berge und über die Tundra trägt. Wisset dies. Solltet ihr an diesen Ort zurückzukehren wünschen, steht es in meiner Macht, euch zurückzubringen. Aber das Wandeln auf dem Wind ist eine große Belastung für den Geist. Es kann Tage dauern, bevor ich die Reise abermals antreten kann. Nun, seid ihr zum Aufbruch bereit? Also ja, er bringt uns jetzt ins Add-on, in Herz des Winters oder Heart of Winter, aus der Main Story raus. Also ja, machen wir uns auf. Die Cutscene überspringe ich mal. Wir sind jetzt am Rand der Siedlung, die euer Volk Waldheim nennt. Von den 10 Städten liegt sie der Heimat meines Volkes am nächsten und wird zweifellos als erstes fallen, wenn mein Volk Wilfdens Aufruf zum Krieg erhört. Mhm. Ich muss euch jetzt verlassen, denn ich bin in den Häusern dieser Südländer nicht willkommen. Ihr brecht auf, ich dachte, ihr sollt uns zur Methalle bringen. Obwohl wir dasselbe Ziel haben, ist unser Weg nicht der gleiche. Mein Platz ist an der Seite meines Königs. Schon jetzt bin ich zu lange fort. Ab hier müsst ihr alleine weitergehen. Die Leute dieser Stadt werden den Weg zum Lager meines Volkes wissen. Reist schnell und sicher. Wir werden uns wiedersehen, wenn ihr vor dem Rat in der großen Methalle steht. Ja. Das heißt, wir sind jetzt... Genau. In Einsamwald. Also nicht Waldheim, wie er gesagt hat. Das hat mich nämlich gerade selber verwundert. Sondern in Einsamwald. Auf einer komplett neuen Weltkarte. Weil wir ja auch im Herz des Winters jetzt sind. Aber ja. Einsamwald. Gut. Gehen wir wieder ins Menü. Die eigentliche Art, das Ganze zu machen. Also die richtige Art ist es, Herz des Winters zu starten. Ich überspringe mal kurz, weil das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession richtig. Können wir ein neues Spiel starten? Nee, halt. Charaktererstellung? Nein. Nein, das Bild ist nur... Die Vision zeigt die Wahrheit. Ihr wartet. Das kann ich... Ein neuer und der... Hier müssen... Obwohl wir... API reist schnell und sicher. Ja. Wir werden uns wiedersehen, wenn ihr vor dem Rat in der großen Methalle steht. Okay, verlassen, verlassen. Die...
Weiterspielen, Optionen. Neues Spiel. Okay, da muss ich echt mal gucken, wie das dann geht. Ich weiß, es noch mal ging. Ich weiß, es ging. Auf jeden Fall, das war Herz des Winters mit der Gruppe, die wir jetzt gemacht haben, spielen kann. Aber ich muss gucken, wie. Deswegen gibt es einen Cut jetzt und dann starten wir in der nächsten Folge frisch ins Herz des Winters rein. Also, bis gleich.